Hallöchen im Pupillchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent oder auch TDD. So nenne ich es. Meistens. Ja. Wir waren ja hier stehen geblieben, hier drüben. Ne, wieso hier drüben? Hier halt oben in diesem Gebäudeabteil. Haben ein paar Sachen gefunden und die werden wir jetzt versuchen irgendwie zu benutzen. Oder so. Ich finde es schön, dass hier einfach mal angenehme, beruhigende Musik läuft. Das ist einfach Balsam für meine Seele. Das hier schon wieder gar kein Balsam für meine Seele. Hier drüben sollte ich mich auch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, weil Bruno kommt hier, glaube ich, gleich. Also, den Teil hier kenne ich noch. Ich muss hier irgendwo einen Schlüssel finden. Der ist da hinten hinterm Bild versteckt. Das habe ich damals nicht gerallt. Auch erst durch einen Kumpel. Okay. 2. July. So, Daniels Tagebuch, Enthüllung, Brief von Gouverneur, bla bla bla. Daniel? Yeah? What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Er wird den Albträumen schon ein Ende bereiten. Was ist meine Hand? Da. Wann kann man die Fächer komplett rausziehen? Gibt's auch? Nee. Ich wollte schon sagen, seit wann geht denn das? Oh, Lowdown. Oh, okay, ich war schon was mit Blöd. Bruno kommt gleich ganz entspannt und haut mir auf die Schnauze. Deswegen ist das Spiel so hilfsbereit und stellt mir ein Fläschchen Medikament da irgendwie hin. Daniels Tagebuch. Ja, ich kann mir das theoretisch eigentlich alles doch durchlesen. Aber A, habe ich keinen Bock auf Lesen und B, merke ich mir sowieso nicht, was da. N, die Notiz? Nee. Journal. Notizen. Memories? Ah, das Schloss ist defekt, finde eine andere Möglichkeit, die Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Ich kann nicht. Ah, klar, die Brechstange. Maschinenraumschlüssel, sehr gut. Das habe ich nämlich damals gar nicht geschissen gekriegt. Und deswegen. Ich fick mein Leben. Das war das, was ich meinte mit Bruno kommt gleich rein. Mmm.
Leichte Kopfschmerzen, ja, ich glaube auch. Wo zum Geier ist der Typ hin? Solange wie er sich nicht selber im Schrank versteckt. 4. July, 18th. Wow, ey. Auf Bruno habe ich gar keinen. Habe ich jetzt gar kein Feeling, aber der ist locker. Klar ist der hier raus. Der Spack. Kurioserweise ist er aber nicht in der Halle. Er schrak ihn, aber es war auch der Einzige, was ihn ermutigt hat. So, jetzt färbt sich gleich da unten das. Dass ich das Spiel nochmal so freiwillig spiele, aber irgendwie, wie gesagt, mich juckt es halt, wie das alles ausgeht. Okay, also hier ist, glaube ich, dieser. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. So, jetzt muss ich den aktivieren. Genau, dann funktioniert's nicht. J, Notizen. Nee. Memories. Finde heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug unterstützt. So, dafür mal den Key für den Machine Room. Machine Room. Ja, es ist abgeschlossen. Ja, Jesus, ich habe hier den Scheibenkleister. Will ich das? Ich glaube, ich will das eigentlich nicht. Hey, hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Hier war ich noch nicht. Okay. Erstmal eine opafreundliche Rückenposition einnehmen. Schlückchen Tee. Was zum Geier? Da war's. Ah, kein Bock. Okay. Hey, Lebu. Aber letztendlich, wo soll Bruno hier hin? Ich meine, hier ist gar kein Platz, um mich zu bremsen. Also gut, ich weiß nicht, wie es da links aussieht. Today I went to the university Herberts Büro. Ich glaube, die komische Ungestalt, die ich noch nicht kenne, nennen wir einfach Herbert. Hey, hier sind die. Ah, warte. Acht rauf. Acht runter. Klar. 3 und 6 Scheiße, warte. Und 5. Nee, warte, das ist dumm. Warte, wir brauchen so. Wo ist meine Hand hin? Warum wird mir meine Hand mal angezeigt, mal nicht? Ja. 6, 8.
So, und da. So. Ist doch, oder? 8 rauf. Und 7, 8 runter. Und das Ding hat keine Funktion. Also das Rohr geht irgendwo hin und das kommt auch irgendwo hin von da. Ich muss mal kurz nochmal in die Notiz gucken. Dampfstrom eingestellt ist. Bla 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 bla. So, die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. 8 hoch, 8 runter. Oder runter 8. So, wir haben 8 hoch und 5, 7, 8 runter. Und der da hat halt, der ist halt irgendwie in der Mitte. Ja, irgendwie so. Getting closer somehow. Hä? Okay, da ist ein Rädchen, kann ich das drehen? Nee. Okay. Has no function, das auch nicht. Ja. Cool. Überhaupt eine Funktion? So. Ganz nebenbei gefragt, so. Das Geräuschkulisse. Die fickt einfach anders. Ganz anders. So, ich habe das Buch zum Thema gelesen, bla bla bla. Das hast du schön gemacht, Daniel. Daniela. So, es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen in den inneren Studienzimmern für den Fall. Es sind nur noch 2 Stäbe für die Aufzugsmaschine übrig. Entferne nur diejenigen, die stark beschädigt sind und lass die anderen in den inneren Studierzimmern für den Fall, dass... Okay, so, ich glaube, ein so ein... Oder auch nicht. Okay, ich glaube, ich muss dann nochmal in die Studierzimmer und die Stäbe suchen. Vermute ich mal. Ja, ich habe es gerade gelesen, wie behindert da was liegt daran, weil ich behindert bin. Ich finde es ja schon mal schön, dass ich nicht ganz so viele Zunderbüchsen jetzt Dings bumsen muss. Für komischer Ton. So, dann gehen wir mal runter zu den komischen Geräuschen, wa? Cool. Hallo. 17th of July, 1839. How has this escaped me? They're all dead. Limbs scattered, heads split down the middle, their skin flayed as if boiled. I feel like I'm falling into myself. What's happening? So I have no choice but to trust the Baron. He better know what he claims. If he is wrong, I suspect he'll regret it. Ich glaube, die komischen Zahnräder, die sind später auch noch von Bedeutung. Oder vielleicht demnächst. Keine Ahnung. Okay, hier ist ein Hebel. Der Maschine muss noch mehr gearbeitet. Leichte Kopfschmerzen. Huh, nee. Alles ist gut. Leichte Kopfschmerzen. Okay. Ich wusste doch. Die komischen Zahnräder müssen irgendwo hin. Oder? Nee, Quatsch, das ist dumm. Okay,
Okay, holen wir mal schnell das Zahnrad von da oben wieder runter. Ich wusste auch, die liegen nicht aus Langeweile da rum und leuchten dezent blau. Hat noch einen weiteren Vorteil, wenn Bruno kommt, können wir ihm das Ding einfach direkt ins Gesicht klatschen. So, jetzt muss ich allerdings noch mal hoch, weil ich glaube, da lag auch noch das dritte Zahnrad rum, bin mir jetzt aber nicht so sicher. Ich vermute nur. Ah, ja, da ist es. Okay, gut. Mensch, ey, wir sind ja hier richtig Sherlock Holmes und so, wa? Okay, die ganze Zeit kommen noch irgendwelche Geräusche von rechts. Huch, doch nicht das Passende. Hey. Doch das Passende. Okay, und nun? Was denn noch? An der Maschine muss noch mehr gearbeitet werden. Sieht eigentlich bis jetzt ganz okay aus. Die komischen Geräusche, die sind wahrscheinlich einfach nur da, weil sie da sind. Und der Rest hier sieht aus wie Kohle. Okay, also ich kann dir sagen, ich glaube, ich war in meinem ersten Let's Play nicht so weit. Kann aber auch daran liegen, weil ich mehr Schiss hatte. Also ich habe jetzt immer noch genauso viel Schiss, allerdings hatte ich mich nicht mit dem Spiel so auseinandergesetzt. Der Brenner ist jetzt voller Kohle. Feuer frei! The fuck? Jetzt. Was will die Maschine denn noch? Zahnräder, die sind alle drauf. Da brennt es. Fröhlich vor sich hin. Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt hier noch arbeiten soll. Okay, jetzt bin ich halt mit meinem Latein wieder am Ende. Ich kann mal noch mal kurz gucken, was wir hier bei Notizen haben. Memo-Maschine, was ist denn das? Ah ne. Memories, genau. Finde heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug in Gang setzt. Irgendwie mit Dampf, aber... Irgendwie... Will die Maschine nicht so, wie ich will? Oh. Komische die Räder. Oder, also die Zahnräder, die komischen Räder, die kann ich auch nicht drehen, also von daher... Hier die komischen Stäbe müssen da noch rein. Ah. Okay. Das heißt, wir müssen noch zwei andere Stäbe finden aus den Studierzimmern. Gut. Wo sind die Studierzimmer? Da ist der Ausgang. Okay, hier liegen, glaube ich, keine Stäbe mehr rum. So, und das ist der Druck. Ach, den hatten wir ja. Notizen.
Dampfstrom oder Dampf, was auch immer. So nennt die Dampfanlage. Vier Phasenamplitude. Kompletter Dampfstromkreislauf. Ey, ich will es weiterlesen. Das ist mal das erste, was ich weiterlesen will. Braucht das die Maschine erst dann richtig eingestellt, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Die Stäbe oder die anderen Stäbe? Ich glaube die anderen Stäbe. Okay, gehen wir erstmal wieder raus. Und gucken, ob keiner guckt. Wer hat die Tür zugemacht? Jetzt passiert, glaube ich, gleich irgendwas. Ne? Doch nicht? Okay. So, stellen wir uns erstmal wartend hier hin. Und nächste Folge gehen wir dann in den anderen Raum. Und gucken, was uns da so erwartet. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, einen Kommentar, ein Abo, was auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, wir schon rein und ciao.